man kann mich gut verstehen. Mikrowechsel hat geklappt. Jetzt schauen wir mal, ob der Pointer geht. Ganz wunderbar. Ja, dann möchte ich Sie zu meinem Vortrag Bauschuttrecycling, Wertstoffe für die Zukunft begrüßen. Ich habe schon im Titel, ich sag mal, so einen kleinen Provokateur gewählt, Werk bzw. Wertstoffe. Wir werden im Vortrag, werde ich darauf eingehen, was für uns Werkstoffe der Zukunft sind. Ich möchte Ihnen das näher bringen anhand eines Praxisbeispiels, welches wir im Rahmen eines AIF-Projekts durchgeführt haben. Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Thema Abfallaufkommen. Das Abfallaufkommen von Bauschutten steigt seit 2010 stetig. Die Baubranche boomt, auch wenn sich das jetzt sicherlich ein bisschen bremsen wird durch, ich sag mal, die finanziellen Märkte, aber es lässt sich trotzdem ein deutlicher Trend erkennen, dass wir ein sehr hohes Aufkommen an Bauschuttmaterialien haben. Es ist übrigens der größte Abfallstoffstrom, den wir in Deutschland zu beherrschen haben. Und gliedert sich in Bodensteine, Bauschutt, Straßenaufbruch und die Baustellenabfälle. Die Abfallart, mit der wir uns beschäftigen, das ist der Bauschutt an sich. Was hier aufgefüllt ist, also die statistisch erfassten Mengen vom Bauschutt, sind ungefähr 27% des Gesamtbaustoffaufkommens und sind so ca. 60 Millionen Tonnen, was wir im Jahr verarbeiten müssen. Jetzt ist es natürlich, oder sind wir natürlich schon so weit, dass die Recyclingquote für Baustoffe relativ hoch ist. Das heißt, wir haben einen Anfall von ca. 60 Millionen Tonnen, die wir im Jahr stemmen müssen. Und jetzt haben wir eine spitzenmäßige Recyclingquote von ca. 94%. Also um 0,1% brauchen wir, glaube ich, nicht groß reden. Aber wir recyceln, in Anführungsstrichen, recyceln 94% des Aufkommens, haben allerdings immer noch 3,6%, die übrig bleiben. 3,6 Millionen Tonnen, die übrig bleiben, also knapp 4 Millionen Tonnen. Das ist immer noch eine Hausnummer, die nach wie vor jährlich auf Deponien gefahren werden. Gleichzeitig wissen wir aber um die Problematik auf den Deponien, die sind voll. Die meisten Deponien sind voll, es dürfen keine neuen Deponien eröffnet werden. Also kriegen wir auch da eine gewisse Triebkraft, dass wir da weitermachen können. Zur gegenwärtigen Situation, wie definieren wir den Mauerwerkbruch, den wir dem Recycling zuführen möchten? Und zwar ist es eigentlich nur eine Sammelbezeichnung für das Material, was bei Umbauarbeiten und bei Abbruch von Mauerwerk anfällt. Also es enthält Ziegel, Beton, Leichtbeton, Kalkstein, Bornbeton, sowie Mörtel und Putz. Also es ist ein relativ wildes Gemisch. Allerdings hier bezeichnen wir es als reines Mineralikgemisch, wie der Herr Müller uns das sozusagen schon hätte vorsortieren können. Ja, was machen wir mit Mauerwerkbruch? In der Regel wird das ist ein schönes Beispiel aus Weimar, da wird ein Gebäude abgerissen und dann liegt es jetzt schon seit Jahrzehnten dort auf, ich sag mal ganz salopp, auf Halde. Ja, also es ist auch mittlerweile wieder schön begrünt, man erkennt gar nicht mehr, dass es ein Bauschutthaufen ist. Wir verwenden das Material noch als Verfüllmaterial für den Unterbau von Straßen und wie schon gesagt, den Verbleib von knapp 3,6%, den deponieren wir. An der Stelle bekomme ich, wie soll ich das sagen, immer so ein kleines Defizit zum Begriff des Recyclings, weil wenn ich anfange zu verklappen, zu verschütten, zu unterfüllen, dann ist das kein wahres Stoffrecycling in dem Sinne, dass ich einen Baustein oder einen Baustoff zu einem Füllstoff mache. Also es ist eigentlich ein Downcycling. Das ist das, was der Gedanke dort hergibt. Ja, das Ganze nochmal kurz in Zahlen zusammengefasst. Wir haben also ein Bauschuttaufkommen von ca. 60 Millionen Tonnen. Recyclingquote, Quinkspitze, über 90%, 94%, alles wunderbar. Jedoch, wie gesagt, 3,6 Millionen Tonnen landen nach wie vor auf Deponie. Und was beim Gesamtaufkommen dieser Bauschutt noch nicht erfasst ist, sind zum Beispiel Produktionsrückläufe aus der Herstellung von Baumaterialien, wie zum Beispiel Bausteinen. Da kommt das Feinkorn im Tagebau zum Tragen, weil ein gewisser Unterkornanteil einfach bei der Produktion von Bausteinen bzw. Mauersteinen nicht verwendet werden kann. Und wir haben natürlich auch in der Produktion Verschnitt, Bruch und mangelnde Qualität. Das wird natürlich nicht einheitlich gesamtdeutsch erfasst, sondern das erfassen die Firmen selber. Aber aus den Projekten, die wir bis jetzt mit den Firmen realisiert haben, weiß ich, dass das nicht unerheblich ist. Also suchen wir uns Konzepte zur Verwertung. Wir können unser Material einmal werkstofflich verwerten. Das heißt, wir nutzen das Material ohne Veränderung der chemischen und mineralogischen Zusammensetzung unter Einbeziehung der charakteristischen Eigenschaften. Oder wir können es rohstofflich verwerten. Das ist das, was wir uns zum Thema gemacht haben. Das heißt, wir führen das Material einem stoffumwandelnden Prozess zu mit gezielter Veränderung der chemischen und mineralogischen Zusammensetzung und kreieren sozusagen neue Produkteigenschaften. Und die Produkteigenschaften können dann sogar auf den Kunden angepasst werden.
Ja, die Konzepte zur werkstofflichen Verwertung sind relativ einfach. Also wir können unsere Anfangsmaterialien nach Farbe für Tennenflächen, für Sandtennisplätze, Hartfußballplätze nutzen. Das ist, wie gesagt, einfach nur nach der Farbe sortiert, dass es, ich sag mal, schön aussieht und die Oberflächeneigenschaften erfüllt. Wir können auch die offene Porosität und einen neutralen pH-Wert nutzen. Dann bekommen wir ein Zubruch zu Zierkies, Dach- und Bauwerksbegrünen sowie Baumsubstraten. Oder wenn eine ausreichende Frostbeständigkeit vorliegt und eine ausreichende Kornfestigkeit, können wir teilweise das Ganze zu rezyklierten Gesteinskörnern wieder zugeben und im Erdbeton einbauen. Ja, die rohstoffliche Verwertung, wie gesagt, das ist der Part, den ich wesentlich interessanter finde, mündet in der Herstellung von leichten Gesteinskörnern, auf das Thema komme ich gleich, und diese leichte Gesteinskörnung kann dann wieder in die Neuherstellung von Beton eingebaut werden. Wir können komplett neue Mauersteine daraus herstellen. Wir können leicht Schüttungen herstellen, beziehungsweise sogar Schüttungen für hydroponische Pflanzenzucht, Entschuldigung, dort, wie gesagt, Pflanzsubstrate herzustellen. Da hat man auch schon ein Projekt, das ist sehr erfolgreich gelaufen, was auch eine ganz interessante Geschichte ist. Ja, kommen wir zum Anwendungsfall. Jetzt haben wir uns ein paar Zahlen angehört. Jetzt habe ich ein bisschen was erzählt. Was ist Bauschutt? Wie definieren wir den? Ich denke mal, der Anwendungsfall ist dort ja wesentlich interessanter. Und zwar sehen wir hier einfach mal auf diesem Beispielbild Rohstoffe und deren zielgerichtete Verwendung. Das war bei uns bei einem Projektpartner. Und da sehen wir hier einen Tagebau. Wir sehen hier Materialbruch aus der Produktion. Wir sehen aus der Oberflächenvergütung Betonstaub. Und wir sehen unser typisches CDW, also unseren Mauerwerkbruch als Material. Was möchte ich mit dem Satz sagen? Wir möchten die Materialien so miteinander kombinieren, in einem stoffumwandelnden Prozess zuführen, dass wir diese wieder als neue künstliche Gesteinskörnung zum Beispiel in der Steinproduktion einsetzen können. Die Idee daraus stammt von einem Projektpartner und uns selber. Und zwar hat der Projektpartner das Problem gehabt, dass die Feinfraktion 0,2 mm in den Tagebau zurückgelaufen ist, wo er seine Rohstoffe fördert. Das ist das Material, was ich hier in den Händen halte. Er hat den Bruch aus der Produktion und er hat Abbruchabfälle. Die haben sich zum Ziel gesetzt, eigene Materialien als Abbruchabfall wieder anzunehmen. Allerdings sind diese mit Gipsputzen versehen und ich sage mal, der Eintrag von Gips in Gesteinskörnung, welche ich später wieder mit Zement kombinieren möchte, wissen wir alle oder zumindest viele von uns, dass das mit großen Problemen einhergehen kann. Das Ganze haben wir beim Fördermittelgeber eingereicht. Das ist bewilligt worden, nannte sich Projekt AC Leichtbeton, ist von der AIF gefördert worden. Was haben wir in diesem Projekt getan, um das ganz schnell abzukürzen? Wir haben Leichtgranulate hergestellt. Hier sehen Sie diese Leichtgranulate mal auf zwei Schippen. Das sind ja im Grunde genommen künstliche Gesteinskörnung und wir wollten diese künstliche Gesteinskörnung nebst des Originalmaterials wieder bei dem Steinhersteller dort mit in die Steinherstellung einbringen. Was haben wir für Rohstoffe genutzt? Wie ich eingangs am Bildschirm erklärt habe, wir haben einmal unsere Produktionsrückläufe, also Bruch, Verschnitt, Qualität, alles was sozusagen nicht an den Endkunden verkauft werden kann, geht zurück. Wir haben, oh schade, das ist aber unscharf geworden, die Feinfraktion aus dem Tagebau, das heißt das Material wird entweder im Tagebau schon vorgesiebt, beziehungsweise aus dem Tagebau angefahren, dann in der Firma gesiebt und der Rest mit Verbleib wieder zurückgefahren. Sprich, es findet eine Rückdeponierung statt. Dann haben wir unseren CDW als Gemisch. Und hier finde ich das Bild etwas ansprechender. Also hier sehen wir wirklich mal, wie so ein wilder Baustoffhaufen aussehen kann. Also es sind wirklich alle Arten von Wandbaumaterialien dabei, inklusive deren Bedeckung, also sprich die Gipsputze, um die wir uns nicht weiter kümmern müssen und, wie gesagt, aus der Oberflächenvergütung das Betonmehl mit zur Verarbeitung. Ja, die Umsetzung im Projekt. Wir haben uns diese Wandabbruchmaterialien geschnappt, wie wir sie gerade im Haufen gesehen haben. Die hatten Putzanhaftung und Fugenmaterial. Wir haben dort gar nicht weiter getrennt oder groß vorselektiert. Wir haben hierbei allerdings, wie eingangs schon erwähnt, den Gips als größten Störstoff. Da ist, wie gesagt, das Thema Sulfattreiben beim Einbau in Beton bzw. die Etringitbildung, was da dahinter steckt. Ein ganz großes Thema. Wir haben uns der freien Fraktion aus dem Tagebau angenommen und der Produktionsrückläufe. Warum liste ich das hier auf? Es soll einfach nur kurz dargestellt werden, dass das Verfahren, welches wir anwenden, sehr robust gegenüber Störstoffen ist, wie zum Beispiel Gips. Also das heißt, wir sortieren nicht aufwendig auf, sondern können das Material in seinem kompletten Umfang zuführen. Wie haben wir das bei uns umgesetzt? Und zwar haben wir vom Steinhersteller Rohmaterial bekommen.
dieses wurde in Anführungsstrichen vorverarbeitet. Das sind von uns solche Normwandbauteile. Da können die Wände unterschiedlichsten Prüfungen unterzogen werden. Und wir hatten sozusagen gleich eine Normwand, welche wir uns später wieder abgebrochen haben. Hier sehen wir die Bedeckung mit Gipsputz, 1,5 cm dick. Das Ganze haben wir schön zerkleinert, dass wir sozusagen unser Normgemisch an Bauschutz, zumindest aus dem Material, hatten. Und haben das Ganze dann in Voruntersuchung gegeben. Also grundsätzlich wissen wir, wie das Material der Musterwand zusammengesetzt war. Wir mussten es aber nochmal in Statistiken fassen. Das heißt, wir haben uns die Materialzusammensetzung angeschaut. Dann haben wir das Material gemahlen und darüber Malstudien angefertigt. Das heißt, wie fein bekomme ich mein Material mit welcher Maldauer gemahlen? Das ist eine strikte Voraussetzung für unseren Formgebungsprozess. Dann sind wir in die Formgebung an sich gegangen. Das heißt, wir untersuchen, ist das Material bildsam? Findet eine Aufbaugranulation statt oder muss ich eine andere Zwangsgranulation finden? Weitergehend ist natürlich ganz wichtig die Prozessfähigkeit unseres Materials. Das ist die Grünstandfestigkeit. Das heißt, ist mein Material, wenn ich es in seine Form gebracht habe, grünstandfest, ist es prozessfähig. Und dann kommen wir letztendlich zum Brenn- und Expansionsverhalten. Da fertigen wir Gradientenbrände, Muffelofenbrände und Erhitzungsmikroskopien an. Dazu auch hier das Ganze nochmal in einem Bild gefasst, weil ich denke, Bilder sagen immer viel mehr als 1000 Worte. Also wir nehmen unser Material, brechen das klein, vermahlen das zu einem Mehl und geben das in einen Formgebungsprozess, wo dann in der Regel diese kleinen Granulate, am liebsten Korngröße 4 bis 8, rauskommen. Im Idealfall sind die prozessfähig, im Idealfall haben die eine sehr gute Grünstandfestigkeit und dann fangen wir an, diese Materialien in den Muffelofen zu brennen und dann auf Expansion zu untersuchen. Und wir sehen, dass wir sozusagen das Material, was wir dann aus dem Muffelofen rausholen, in dem Fall hier unser RCL-Beton mit 3% Expansionshilfsmittel geht wunderbar auf. Das heißt, wir haben eine Volumenexpansion bei gleichzeitig sinkender Dichte und somit erhalten wir unsere leichte künstliche Gesteinskörnung. Ist der Schritt gelungen, sprich die ersten Experimente erfolgreich gewesen, gehen wir auf unseren Labordrehrohrofen, stellen sozusagen den simulierten Prozess aus dem Muffelofen nach. Sollten diese Prozesse auch erfolgreich ablaufen, wie Sie hier sehen, auch hier wieder an geblähten Materialien, gehen wir bei uns auf die Technikumsanlage. Kurze Daten zur Technikumsanlage. Wir haben hier einen Drehrohrofen mit 350 kW Leistung, direkt beheizt, Funktionsbetrieb im Gegenstrom. Das heißt, hier wird in diesen Ofen eine Gasflamme eingegeben, das Material läuft der Gasflamme entgegen und durchläuft dann die interessante thermische Zone. Der Ofen hat eine Länge von 6 Metern und wir können Durchsätze von bis zu 200 Kilo Material pro Stunde generieren. Wenn Sie sich den Ofen betrachten und der ein oder andere hat sicherlich schon mal einen Zementdrehrohrofen gesehen, dann werden Sie sagen, der ist aber ganz schön klein. Das stimmt. Ich habe Projektpartner, die haben Drehrohröfen Größenordnung 40, 50 Meter Länge, 5, 6 Meter Durchmesser. Ja, wir haben hier einen Außendurchmesser von 90 Zentimetern. Allerdings ist die Besonderheit an unserem Drehrohrofen, dass es der einzige in der Größe ist, auf den ich jedes Material aufgeben kann. Also nehmen wir jetzt einen Zementhersteller und den würde ich jetzt fragen, du, bist du so nett, nimmst mal 15 Tonnen von meinem Material und schickst das durch deinen Ofen. Da würde er sagen, niemals. Das würde er niemals machen. Er wird sich selber nicht seinen Prozessor, seinen Ofen versauen. Und hat da erfahren, dass irgendwas passiert. Ich kann sagen, alles klar, wir nehmen sämtliche Materialien, sämtliche Mischungen, also alles, was uns an Anfallstoffen, ich sag mal, in die Finger fällt, geben das durch unsere Experimentalkette und können dann Aussagen zu Großproduktionsvolumina treffen, indem wir das dann durch unseren Drehrohrofen schicken. Also das ist die Besonderheit, die wir sozusagen mit diesem Ofen abbilden. Und das im halbindustriellen Maßstab. Ja, dann sehen wir noch was zu den Brennversuchen. Also das ist zum Beispiel mal eine Erhitzungsmikroskopie. Da wird eine Kleinstmenge Material aufgeschmolzen. Das Erschmelzungsverhalten wird optisch erfasst und ausgewertet. Hier eine ganz wichtige Untersuchung zum statischen Sinterversuch. Hier wird geschaut, ob die Materialien bei den Prozesstemperaturen, die wir denn aufgeben, zur Sinterung neigen. Das heißt, müssen wir mit Bepuderungsmitteln arbeiten, müssen wir mit Trennhilfsmitteln arbeiten. Können wir ganz ohne arbeiten, ist natürlich auch immer eine Frage, auch für den Kunden. Hier haben wir mal einen Blick in den Ofen. Also wie gesagt, hier der Innendurchmesser beträgt hier 60 cm. Die Flammenlänge sollte hier so um die 2 Meter sein. Das, was Sie hier sehen, ist glühender Aluminatbeton. Da sind wir so ungefähr bei 1350, 1400 Grad. Also da geht, ich sag mal ganz gelinde gesagt, richtig der Punk drin ab. Wir sehen hier unsere thermisch interessante Zone, wo unser Material anfängt zu blähen und wird dann letztendlich unten aus der Ofenaustragslappe ausgetragen, abgekühlt und in Big Bags verfüllt. Und auch das Bild soll Ihnen einfach nur mal veranschaulichen, dass wir nicht nur im Kilogrammmaßstab herstellen, sondern mittlerweile auch Aufträge annehmen, die über mehrere Tonnen gehen. Also wir
arbeiten international. Der interessanteste Auftrag, den wir jetzt als Projekt bearbeiten, ist zusammen mit Australien. Die haben zum Beispiel sehr interessante Tone, die sie jetzt auf Blähfähigkeit untersucht haben. Da sind sehr, sehr schöne Ergebnisse rausgekommen und die bitten uns jetzt sozusagen, das Ganze mal halbindustriell über unseren Ofen zu schicken. Wie gesagt, das Ganze experimentell so weit zu untersetzen, dass die sagen können, alles klar, wir bauen darauf eine Produktionskette auf. Also das ist sozusagen unser vorgeschalteter Prozess für den Kunden, dass der dann sagt, alles klar, so und so könnten wir eine Anlage auslegen. Ja, die Eigenschaften, die wir hier bei unseren Granulaten rausbekommen haben, ist auch immer ganz, ganz nett, wenn man ein bisschen Technik mit drumherum setzt. Es gibt ganz normal kommerziell erhältliche Granulate, die kann man im Baumarkt kaufen, ist von der Firma Liapor, Größe 4,8. Wir haben unsere Leichtgranulate dem Ganzen einfach mal gegenübergestellt, um zu sehen, sind wir denn überhaupt im Bereich, wo es für den Kunden auch interessant werden könnte. Ne? Und Liapor, das sind so Geschichten wie, Handelsname Ceramis, würde ich vielleicht was sagen, womit man sich so ein bisschen vergleichen kann, beziehungsweise wo stehen wir da auch hinsichtlich der Eigenschaften für, als potenzieller Mitbewerber. Und wir sehen, dass die kollektiven Kornfestigkeiten, die Schüttdichten, die Rohdichten noch leicht drüber liegen. Liegt daran, dass das Material nicht komplett expandiert war, wie wir das geplant hatten. Aber dass wir in der Betonfestigkeit und in der Betondichte dort ja, vergleichbare Werte erhalten. Also wir weichen nicht komplett ab, sondern sind dort mit in guten Bereichen der leichten Gesteinskörnung. Dann sind wir glücklicherweise bei unserem Projektpartner auf eine Steinfertigungsmaschine gegangen. Das heißt dann, alles klar, du hast deine künstliche Gesteinskörnung. Du hast es im Drehrohrofen hergestellt, du kannst das großtechnisch realisieren. Was machen wir jetzt damit? Das heißt, ich gehe zum Steinhersteller und sage, du sei doch mal bitte so nett und gib das über deine Anlagen. Der atmet ganz tief durch und sagt, jetzt muss ich aber meine ganzen Anlagenparameter, meine Vibrationsgeschwindigkeit, meine Einfüllgeschwindigkeit, meine Vorverdichtung etc. pp. Muss ich an meiner Anlage alles umstellen. Das tun die unheimlich ungern. Das ist denen unheimlich unangenehm. Ich muss sagen, wir hatten dann einen super Projektpartner, der hat da richtig schön mitgespielt, weil der halt auch gesehen hat, dass wir viel Material für ihn anfertigen konnten. Weil da kam auf uns zu und sagte dann zu mir oder zu uns, Max, wir brauchen 750, 800 Kilo, am liebsten 3-4 Big Packs. Und wir hatten vorher so im Maßstab 200, 300 Kilo produziert. Also es war auch für uns eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, bis diese Bretter dann sozusagen komplett befüllt werden konnten, waren einige Schüsse nötig. Das hat auch wunderbar geklappt. Wir konnten insgesamt, Sebastian, jetzt hilf mir, 4 komplette Paletten von diesen Steinen aus unserer künstlichen Gesteinskörnung herstellen, haben die dann auch prüfen lassen. Also die gehen auch wunderbar durch die Steinfestigkeitsklasse 2, unterscheiden sich optisch absolut nicht vom Originalstein und müssen natürlich nach einer bauaufsichtlichen Zulassung, können die dann so nach Projektende produziert werden. Also das heißt, wir konnten im Projekt darstellen, das war uns ganz wichtig, dass dieser komplette Kreislaufschluss beim Hersteller aus dem Rücklauf auf den Tagebau und durch die Annahme von CDW, also durch die Annahme von Bauschutt, in Mischung wieder in einem neuen Produkt und nicht im Downsizing münden kann. Und das war so die ganz große Problemstellung. Wie gesagt, der Projektpartner sitzt in der Vulkaneifel, noch fördern die BIMs, aber wie gesagt, auch irgendwann sind die Vorräte alle. Und da möchte ich dann auch schon zu meinem letzten Bild kommen, also der Vulkan raucht. Bloß ich sag mal, bis der uns wieder künstliche Gesteinskörnung ausspuckt in Form von Gips, wollen wir nicht warten, sondern ich denke, das können wir selber mittlerweile sehr gut und sind damit auch auf einem guten Weg. Ja, wie gesagt, das grundsätzlich erstmal zu meiner Präsentation und ich hoffe, ich habe ein paar Fragen aufgeworfen und würde die bitten, jetzt zu stellen. Ich sehe interessierte Gesichter, keine Fragen. Alles so gut erklärt? Ja, keine Fragen offen geblieben? Gut, das ist selten. Ja, da mir ja aber die Rolle nicht nur als Vortragender, sondern auch als Moderator innewohnt, wie gesagt, schließe ich jetzt den Vortrag, möchte mich bei den Vortragenden an sich, also bei dem Herrn Eisert, bei dem Herrn Müller, bei mir bedanken, selber darf ich nicht, möchte mich für die Session bedanken, für Ihre Aufmerksamkeit, möchte mich natürlich auch beim Veranstalter bedanken, dass das so schön geklappt hat und ja, würde dann die zweite Session hier schließen und ja, wünsche dann noch guten Tag, einen guten Weg und vielleicht sieht man sich wieder. Auf Wiedersehen.